Im heutigen Fortnite-Video geht es um Starter-Paket-Skins. Da gibt es eine sehr, sehr schlechte Information. Die ersten Season 4-Items kann ich euch tatsächlich schon mal sagen. Und es gibt wieder Apple gegen Epic Games Informationen und noch vieles, vieles mehr zur Season 4 Marvel. Wir gehen rein ins Video. Leute, ich möchte euch ganz kurz was richtig Krasses vorstellen. Und zwar gibt es eine neue Razer X Fortnite Kollektion. Wir haben hier einmal das Razer Kraken Headset. Hier bekomme ich sogar einen Gleiter kostenlos mit einem Code. Dann haben wir hier das Goliathus Extended Chroma Mauspad. Hier bekommen wir einen anderen Gleiter tatsächlich kostenlos. Die Maus darf nicht vergessen werden, Freunde. Wir haben hier eine Razer DeathAdder V3 Pro, die mega, mega cool aussieht. Und hier bekommen wir eine Spitzhacke. Und zu guter Letzt haben wir die Black Widow X im Fortnite-Style. Und hier bekommen wir eine richtig frische Spitzhacke, Freunde. Checkt auf jeden Fall mal die Razer X Fortnite-Sachen in der Beschreibung ab. Mega, mega cool. Und vielen Dank an Razer fürs Zuschicken. Let's go, Freunde. Es gibt wieder Fortnite-Informationen und Leaks. Wir haben auf jeden Fall heute auch einige dabei. Den muss ich auf jeden Fall mal holen. Okay, der hat eine Waffe. Wo ist denn der? Oh, hinter mir. Auch noch einer. Was geht denn hier ab? Ich habe nur noch einen Schuss. Ah, ich muss den... Oh, ich muss kurz weg. Leute, ich muss hier weg schnell. Ja, sonst bin ich gleich down. Oh mein Gott, hier geht auf jeden Fall dicke, dicke Action ab. Und wir hauen mal geschwind ab. Und zwar ist Epic Games gerade noch im Urlaub. Deswegen gibt es ja auch gerade die Sweat-Sommeraufträge hier, wie ihr gerade seht, All Sweat-Sommeraufträge. Und Epic Games ist noch eine Woche im Urlaub und deswegen ist es gerade so ein bisschen ruhig in Fortnite. Aber das hindert uns nicht, natürlich Informationen rauszukramen, die wir ja hier genau haben. Übrigens, bei dem All Sweat-Sommeraufträge habt ihr hier diese ganzen Sachen zum Freischalten. Ihr bekommt natürlich auch noch hier richtig viel XP pro Freischaltung einer Quest. Also es ist schon ziemlich krass, wie viel man hier bekommt. Also wenn ihr da euch ein bisschen hochleveln wollt, dann lohnt sich das. So, was ganz Besonderes jetzt. Die Skins, vor allem Starter-Pakete, werden sich im Laufe der Zeit in Fortnite ändern. Wir haben jetzt nämlich eine neue Beschreibung gefunden im Item-Shop. Und zwar, Starter-Pakete waren ja immer, ich sag mal, exklusiv. Also die sind dann nicht mehr, ja, in den Itemshop reingekommen. Also wenn ihr euch ein Paket geholt habt, dann ist das Paket eigentlich nicht nochmal in den Itemshop reingekommen. Das war immer das Ding bei Fortnite. Und jetzt auf einmal wurde etwas hinzugefügt in der Beschreibung, dass die Pakete eventuell auch zurückkehren können. Das ist neu und bezieht sich auf die ganzen Pakete. Was halt sehr, sehr komisch ist, weil wenn ihr jetzt so ein besonderes Paket habt oder so, dann wäre es blöd, wenn das jetzt wieder in den Itemshop reinkommt. Genau. Fortnite Crew Pakete werden auf jeden Fall nicht reinkommen, weil das steht auch nicht dran. Also bei Fortnite Crew Pakete ist alles in Ordnung, da wird sich nichts irgendwie ändern. Aber halt bei den Paketen, die ich euch eingeblendet habe im Itemshop, da steht es jetzt dran. Mit Datum, wann es aus dem Itemshop rausgeht und dass es wieder zurückkommen kann. Das finde ich ein bisschen blöd tatsächlich, die Änderung. Aber nun gut, Fortnite hat sich da wahrscheinlich irgendwas überlegt, keine Ahnung was. Aber so viel zu den Skins auf jeden Fall. Dann haben wir ja bald den Deadpool-Wolverine-Film. Hugh Jackman und, ich wollte schon Ryan Gosling sagen. Wie heißt er denn von Deadpool? Ryan Reynolds, genau, Ryan Reynolds. Die sind gerade auf Premierentour für ihren Film Wolverine Deadpool. Oder Deadpool Wolverine. Und die haben sich mit Trimax getroffen auch. Und im Hintergrund sehen wir Fortnite, Freunde. Also wir könnten hier vielleicht auch eine kleine Kollabo kriegen von Wolverine und Deadpool, da wir ja Mitte August endlich die Marvel Season bekommen. Wir haben ja auf der Map schon die ein oder anderen Iron Man Aufsteller. Und das, wie schon gesagt, könnte natürlich ein Teaser sein zur Marvel-Season. Die Iron-Man-Aufsteller wurden jetzt auch noch vervielfacht. Also es gibt jetzt noch mehr Iron-Man-Aufsteller, als es davor gab. Das ist schon ziemlich, ziemlich crazy. Die wurden jetzt einfach noch mehr auf die Map gehauen. Und damit wir hier einen kleinen Teaser zur Fortnite-Season haben. Oh, da ist einer. Warte mal, der will sich das Auto, glaube ich, holen. Oder? Lol. LOL, wir haben ihn geholt, Bro. Da ist auch nochmal einer. Boah, ich kriege ihn gerade nicht.
Das gibt's doch nicht. Ich kriege ihn nicht. Okay, warte mal ganz kurz. Den holen wir gleich. Jawohl. Nice one. Auch noch eine schöne Medaille. Plus noch schöne Waffe hier. Let's go. Genau, das könnten wir dann auch bekommen. Als kleine Kollabo. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Kollabo kriegen, Leute. Da wir ja jetzt eh bald die Marvel Season bekommen mit der August. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir hier eine Wolverine x Deadpool Kollabo dann ins Spiel reinkriegen. Genau, und man hat ja Fortnite da im Hintergrund gesehen, was glaube ich nicht einfach nur so war. Genau, so viel dazu auf jeden Fall. Dann die Life is Strange Creator und von ASDF Movie, die würden gerne mit Fortnite zusammenarbeiten. Die haben das Ganze auf Twitter so ein bisschen publik gemacht und wollen eine Kollabo mit Fortnite haben. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Life is Strange, ein sehr bekanntes Spiel. ASDF-Movie kennen die meisten natürlich auch von YouTube. Und das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Kollabo, wie ich finde. Wenn wir hier was mit den zwei bekommen könnten. Okay, ich muss kurz warten. Warte mal. Okay, der ist schon mal down. Ja, den können wir rushen, Freunde. Den können wir, glaube ich, rushen. Guter Hit. Der haut ab. Ah, schade, haben wir nicht bekommen. Und die zwei wollen mit Fortnite arbeiten. Und vielleicht bekommen wir das Ganze auch bald. Schauen wir mal auf jeden Fall. Ich halte euch da auf dem Laufenden. So, wo ist er denn jetzt hin? Die ist hier irgendwo, Freunde. Irgendwo ist sie. Ich weiß aber nicht wo. Campt irgendwo. Okay, ich bekomme auch gerade keine Schüsse angezeigt, keine Steps angezeigt. Dann ist er wahrscheinlich weg. Okay, nun gut. Kommen wir mal wieder zu Apple und Fortnite bzw. Epic Games. Da gab es wieder Stress. Und zwar wisst ihr ja, es gibt eine EU-Regel jetzt bei uns, dass man auch eigene Sideloading-Stores auf dem iPhone ja installieren kann. Also man kann außerhalb vom App Store noch einen anderen Store installieren und das ist nur in der EU so, weil das EU-Parlament das halt so entschieden hat. Das ist einfach Gesetz hier. Und anfangs hat Apple zu Epic Games Nein gesagt, die wollen keinen eigenen Epic Games Store für iPhone. Und später, als die EU sich da eingeschaltet hat, hat dann Apple das wieder zurückgenommen und hat gesagt, ja, okay, Epic Games, ihr dürft einen eigenen Store in dem, ja, auf dem iPhone machen, damit ihr einen eigenen Epic Games Store habt. Also die zwei, beziehungsweise Apple, wie so ein kleines Kind hier die ganze Zeit am Rumheulen, dass Epic Games keine Sachen machen darf, aber die müssen das zulassen. Und wir bekommen auch bald einen, ja, Epic Games Store in Fortnite, würde ich schon sagen, auf dem iPhone. Wann das Ganze kommt, wissen wir natürlich nicht, aber irgendwann dann mal. Warte mal. Okay. Oh, der hat die Laserwaffe. Oh, da vorne war auch nochmal jemand. Genau, so viel dazu auf jeden Fall. Benutzt den Creator-Code Savile, Freunde. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ganz viel Liebe geht hier an euch raus. Die zwei beefen sich einfach immerhin. Immer weiter und immer höher gefühlt. So, dann gibt es natürlich neue... Ah, hier sind übrigens die Iron Man-Aufsteller, Freunde, wie ihr hier gerade seht. Hier sind die. Warte mal ganz kurz, da unten ist... Wo sind die denn? Da hinten. Oh, nicht getroffen. Die Ballon. Okay, die sind ganz da hinten. Okay, dahin gehen wir mal. Dann gibt es natürlich noch ein paar Umfrageskins, die sehr, sehr interessant sind, Freunde. Die wir vielleicht in der nächsten oder in den kommenden Seasons oder Chapter bekommen könnten. Hier mal ein paar eingeblendet. Ob die jetzt zum Battle Pass gehören von Marvel? Nein, würde ich jetzt nicht sagen, weil da ist jetzt kein Marvel-Skin zu sehen. Ich denke mal, wie gesagt, es wird ja eine komplette Marvel-Season. Und deswegen haben die Skins damit jetzt nichts zu tun. Mal ganz kurz, der Typ wollte mich hier holen, Alter. Was geht bei dir? Okay, nice one. Ah, das Auto ist noch immer echt strong, muss ich sagen. Moin! Guter Hit. Mein Auto ist gleich down. Oh, der ist down. Ey, er macht C4! Banane, chill. Warte, wir holen die Banane. Ja, den haben wir. Warte, wir versuchen den mal zu pickaxen. Oh, lol, ich hab ihn so weggehauen. Lol, er hat ja auch... Hä? Was macht der denn? Er haut einfach ab. Lol!
Ja, wir haben uns angefreundet, Leute, aber wir dürfen ihn nicht vertrauen. Wir dürfen ihn nicht vertrauen. Wir dürfen das nicht machen. Wir müssen ihn leider töten. Oder ist nochmal einer? Oh mein Gott. Sorry, Bro. Sorry, ich darf dir nicht vertrauen. Ich bin hier im Video. Ich darf mich nochmal neu anfangen. Ja, Leute, ich wollte mich jetzt auch nicht mit dem anfreunden, weil nicht, dass wir hier einen Bann kriegen, ne? Fortnite ist da echt streng geworden. Sonst hätte ich den natürlich leben lassen, aber ja. Genau, wegen den Umfrageskins hier mal ein paar eingeblendet, die vielleicht eine Rolle spielen könnten. Demnächst in Fortnite. Jetzt nicht in der Marvel-Season, sondern halt irgendwann mal später in den anderen Chaptern dann. Genau, finde ich sehr, sehr interessant. Es sind mega coole Skins dabei, die auch ultra gut aussehen, finde ich. Jetzt kommen wir mal ganz kurz zu Season 4 Items, die wir bekommen werden, wenn wir die Marvel Season kriegen. Und zwar sind drei Sachen hier schon auf jeden Fall geleakt. Die Sache Nummer 1 sind die Wolverine Klauen. Die werden komplett überarbeitet und dort bekommen wir dann auch neue. Ihr könnt euch damals erinnern, wo wir damals die Season hatten mit der Marvel Season. Wir hatten damals auch die Wolverine Klauen. Die waren richtig, richtig cool, um ehrlich zu sein. Und die werden komplett gereworked, funktionieren dann ein wenig anders und die bekommen einfach ein Redesign, werden neu gemacht. Dann bekommen wir eine Art Super Launch Pad. Das kriegen wir auch in Fortnite rein. Eine Art, ja, Mega Launch Pad oder so. Das hatten wir so jetzt auch nicht drin. Und dann bekommen wir eine Striker Burst Rifle V2. Das sind jetzt so die ersten drei Items, die wir hier in Fortnite Season 4 bekommen werden. Und wo wir sozusagen schon, ja, geleakt haben, würde ich jetzt mal behaupten. Hier befinden wir uns ja gerade beim Fluch der Karibiksee, so nenne ich ihn einfach mal. Am 19. Juli bekommen wir ja endlich die Kollabo mit der neuen POI hier und mit den Battle Pass und den Skins. Blende ich euch nochmal hier alle ein, Freunde, damit ihr hier das Ganze auf jeden Fall nicht vergessen tut. Was geht bei dem? Oh, da ist einer. Warte mal, warte mal. Schild, Schild, Schild. Ich brauche Schild. Ich brauche Schild, Bro. Oh, okay. Der war low life. Das wird dann halt komplett anders hier aussehen. Was macht der denn da? Hat er gerade getanzt? Was sind denn hier für komische Spieler in der Lobby? Okay. Was wollte der denn machen? Alter, was geht hier ab, Jungs? Alter. Was geht denn hier ab? Junge. Oh, da läuft einer. Den könnten wir auch mal holen. Nice. Okay. Da ist sein Teammate, Junge! Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Das Aim lassen wir mal. Das vergessen wir mal. Oh, da ist er. Da ist die letzte Person und das letzte Team. Boom. Oh. Alter, den haben wir... Oh, nice. Der hat mythische Waffe. Nee, legendäre. Na, egal. Besser als nix. Nehmen wir mal mit. So, zack. Nur noch einer. Da hinten ist er. Ja, easy, Leute. Komm. Oh, da setzt die Fäuste ein. Da machen wir auch Faust-Action. GG. Leute, das waren die neuesten Informationen. Ihr wisst Bescheid. Ja, haut rein. Benutzt bitte meinen Creator-Code Sevil. Ich bin raus. Bis dann und ciao, ciao.